Braungebrannt sind Sie toll, kleidet Sie aber ausgezeichnet. Danke. Wollen Sie zu unserem Doktor? Ja. Na, dann kommen Sie gleich da rein. Ist sonst keiner drin? Hm? Ah, unsere charmante Heimkehrerin. Sie sieht ja fantastisch aus. Wingenfeld ist noch mal so schön, seit Sie wieder hier. Oh, Herr Doktor, jetzt wollen Sie mich aber auf den Arm nehmen. In den Arm? Darüber lässt sich reden. Dann tun Sie es doch. Aber gern. Hey, Herr Doktor, solche Behandlungsmethoden sind mir aber ganz neu bei Ihnen. Man muss alles ausprobieren, liebe Helene, man lernt nie aus. Wie war denn der Urlaub, dass Sie sich gut erholt haben, sehe ich umsonst? Herrlich, das war der schönste Urlaub meines Lebens. Ewig strahlender Himmel, weißer Strand, das blaue Meer. Ja, das auch. Was heißt auch? War denn noch was da? Helene, jetzt wollen wir zweimal angestrengt nachdenken, was da außer der sehr schönen Umgebung noch Aufregendes gewesen sein könnte. Das erraten Sie nie. Ein sehr sympathischer junger Mann. Tatsächlich? Darauf wären wir nie gekommen. Nun mal raus mit der Sprache. Ist er nett? Mehr als nett. Ist er hübsch? Dumme Frage, Helene. Bei den Chancen, die Fräulein Susanne hat, sucht sie sich bestimmt den Hübschesten. Kann schon sein. Ihren Geschmack kennen wir ja. Nicht wahr, Herr Doktor? Was ist er denn vom Beruf? Ingenieur bei einer großen Baufirma. Hoch- und Tiefbau, glaube ich. Zurzeit bauen sie irgendwo eine große Brücke. Sie scheinen ihn ja schon sehr gut zu kennen. Es ist also etwas Ernstes. Ich glaube schon. Unsinn, das kennt man doch. Urlaub, Sonne, jeder zeigt sich von seiner besten Seite. Und wenn dann so ein armes Ding nach Hause fährt, hat sie sich unsterblich verliebt. Warum nicht? Ein Glück, dass bei solchen Urlaubsliebeleien die Unsterblichkeit nach 8 Tagen meist beendet ist. Bei mir nicht. Möglich. Und bei ihm? Sie werden ihn ja kennenlernen, er kommt ja her. Mhm. Na bitte, dann können Sie immer noch kräftig unken, liebe Helene. Ich gratuliere Ihnen jedenfalls. Es freut mich ganz besonders von Jersey. So, nun erzählen Sie mal, warum Sie hergekommen sind, Alter. Wollten Sie uns von Ihrer neuen Errungenschaft berichten? Ach, wo, eigentlich wollte ich davon gar nicht sprechen. Das hat sich so ergeben. Vorhin hat mich Frau Klasen so bewundert, weil ich so braun gebrannt bin. Alles schön und gut, aber ich habe einen Sonnenbrand. Ja, auf dem Rücken und es wird nicht besser. Gehen Sie hinter den Wandschirm, machen Sie sich den Rücken frei. Wir wollen mal sehen, was wir tun können. Sie hätten ruhig etwas traurig sein können, nachdem Freund Stockmann sich in einen anderen verliebt hat und nun nicht mehr für Sie schwärmt. Wenn Sie sich so sehr freuen, ist sie sicherlich enttäuscht. Reden Sie keinen Unsinn, Helene. Fräulein Stockmann ist alt genug, um zwischen Schwärmen und Lieben unterscheiden zu können. Was Sie noch lernen müssen. Puch! Ach, von dem jungen Mann hat sie Ihnen auch erzählt? Das wundert mich bei dem Faible, das sie für Sie hat. Junge Mädchen schwärmen immer für irgendjemand. Ja, das mag ja sein. Jetzt ist jedenfalls dieser Bursche dran. Na nun, gefällt er Ihnen nicht? Ach, ich weiß nicht. Ich habe eben die Urlaubsbilder abgeholt. Susanne hatte mich gebeten, sie ihr mitzubringen. Da ist er auch drauf. Ich weiß nicht, sieht aus wie ein Playboy. Seit wann urteilen Sie denn nach Äußerlichkeiten? Dass er ein gut aussehender Mann ist, das ist doch kein Fehler. Natürlich nicht, aber trotzdem. Warten Sie mit Ihrem Urteil, bis er hier ist. Dann werden wir ja sehen. Bis er hier ist, den sehe ich noch nicht. Zweimal hat er schon abgesagt. Susanne tut mir schon langsam leid. Sie ist natürlich ein bisschen enttäuscht. Ich will es nicht zeigen, aber... Aber für mich passt das genau zu dem Bild, das ich mir von diesem Burschen gemacht habe. Eigentlich schade. Ja, aber überlegen Sie doch mal selbst, lieber Doktor. So ein Mann aus einer Großstadt und so eine kleine Gemeindesekretärin wie unsere Susanne. Das ist doch nicht entscheidend. Wo ist Fräulein Susanne eigentlich? Wollen Sie sie etwa trösten? Bloß nicht, das wäre genau das Verkehrte im Augenblick. Sie ist heute für mich in die Kreisstadt gefahren.
Tag. Ach, so was Dummes. Jetzt habe ich was vergessen. Ach, verzeihen Sie, mein Fräulein. Wären Sie so liebenswürdig und würden mein Kind einen Augenblick nehmen? Ich bin gleich wieder da. Es geht ganz schnell. Ja, natürlich. Gern. Hoffentlich weint es nicht. Ivo, es ist bestimmt ganz still. Es dauert ja nicht lange. Sehr liebenswürdig, mein Fräulein. Vielen Dank. Nanu? Oh, um Himmels Willen, das ist doch nicht... Hallo, Herr Stationsvorsteher! Herr Stationsvorsteher! Herr Stationsvorsteher, hallo! Um Gottes Willen. Na, das ist ja eine schöne Bescherung. Was mache ich bloß? Ich kann doch nicht... So etwas Verrücktes. Wo bleibt die Frau denn nur? Ausgerechnet mir muss das passieren. Jetzt steht die arme Mutter sicher auf dem Bahnsteig und heult dem Stationsvorsteher die Ohren voll. Ist aber auch zu dumm. Die Wingenfelder werden ja Augen machen, wenn sie mich mit einem Kind auf dem Arm nach Hause kommen sehen. Na, Prost, Mahlzeit! Na, Prost, Mahlzeit. Meine Nichte und Sekretärin der Gemeinde fährt einmal in die Kreisstadt und dann kommt sie mit einem Kind zurück. Da kann ich doch nichts dafür. Na, ich vielleicht? Das wird ein schönes Gerede geben. Ich glaube, Sie übertreiben. Lieber Doktor, Sie werden es erleben, wie sich unsere Klatschbasen ihre Mäuler zerreißen werden. Wenn Sie auch sonst nicht 3 und 3 zusammenrechnen können. Aber in so einem Fall, da kombinieren Sie mit einer Geschwindigkeit, die ist geradezu atemberaubend. Susanne war 4 Wochen verreist. Kommt braun gebrannt zurück. Na und? Sie braucht doch nicht die ganzen 4 Wochen, um ein Kind zur Welt zu bringen. Außerdem hat sie zwischendurch Zeit genug, sich in die Sonne zu legen. Damit es nicht auffällt, bringt sie das Kind erstmal in die Kreisstadt, fährt eines Tages hin, kommt zurück und erzählt uns dann so eine alberne Geschichte wie, man habe ihr das Kind aufgedrängt. Susanne? Wer ist der Vater? Onkel, jetzt hör aber auf. Merken Sie denn nicht, Ihr Onkel spielt doch nur mal den Dorfklatsch durch. Haben Sie denn versucht, die Mutter ausfindig zu machen? Natürlich, ich habe sofort vom Bahnhof aus die dortige Station angerufen. Und kein Mensch hat nach einem Kind gefragt oder eine Vermisstenanzeige gemacht oder sonst was. Das ist allerdings verdächtig. Eine Schweinerei ist das. Was sind das nur für Mütter, die ihre Kinder fremden Leuten in die Arme legen und sich dann aus dem Staube machen? Aus dem Staube mache ich schnell gesagt, aber wie viel Angst, Not und Gewissensqual stehen oft hinter so einer Tat. Trotzdem, ich habe dafür kein Verständnis. Ich habe die Polizei informiert, sie hat mir versprochen, alles zu tun, was in ihrer Macht steht. Diese Rabenmutter muss gefunden werden! Da bin ich ganz Ihrer Meinung, aber viel wichtiger scheint mir, was geschieht mit dem Kind. Das kommt in ein Säuglingsheim. Nein, bis die Mutter gefunden ist, möchte ich den Kleinen behalten, er ist zu süß. Ich fürchte, das wird nicht gehen, Fräulein Susanne. Kommt gar nicht in Frage. Der Fall ist gemeldet, die Fahndung läuft und das Kind kommt in ein Säuglingsheim. Ich glaube, in Bottenberg ist so ein Heim. Morgen ist doch Sonntag. Ich würde vorschlagen, übers Wochenende lassen wir den Kleinen noch hier. Und am Montag ist es dann soweit. Na gut, aber ich will keinen Ärger mit den Behörden haben. Um ganz sicher zu gehen, werde ich mir den Kleinen mal ansehen. Ja? Ausgezeichnet. Ärztliche Betreuung ist immer gut. Ja, meine Helene wird begeistert sein. Also, Fräulein Susanne, bringen Sie mir mal den Kleinen. Ja? Ich soll Ihnen den Kleinen bringen? Das ist leichter gesagt als getan. Du bleibst bei uns, mein kleiner Kerl. Hab mal keine Angst, dich kriegen wir schon groß. Ja, das mach ich. Und wenn deine Mutti kommt und will dich wiederholen, dann werde ich zu ihr sagen, das könnte ihnen so passen, dass sie den Kleinen nachher wieder im Autobus liegen lassen. Was? Wir Männer werden durch Schaden klug. Ja, das Leben ist hart. In so zartem Mannesalter musst du schon erfahren, dass auf Frauen kein Verlass ist. Was redest du da für einen Unsinn, Opa? Ich teile dem Jungen meine Lebenserfahrung mit. Dem armen Würstchen bleibt auch nichts erspart. So, fass mal mit an, hilf mir den Korb ins Auto tragen. Ich bringe ihn zu Dr. Brock. Was soll denn der bei Dr. Brock? Nur untersucht werden. Ach, Unsinn. Der Junge ist ganz in Ordnung. Das sehe ich doch auf den ersten Blick. Ach, was verstehst du denn schon davon? Ach. Aber Dr. Brock, was? Ist Dr. Brock vielleicht Vater? Nicht, dass ich wüsste. Na bitte. Aber ich bin Großvater. Und da verstehe ich wohl ein bisschen mehr davon, nicht? Wenn der Kleine gesund ist, bringe ich ihn ja wieder her. Ja, das möchte ich mir aber auch ausgebeten haben. Sonst zeige ich Dr. Brock an als Kindesentführer. Ach,
Ich muss schon sagen, Fräulein Susanne, das können Sie wie eine Alte. Ich habe vor circa einem Jahr einen Säuglingskursus mitgemacht. Man kann nie wissen, habe ich mir gedacht. Na, da passt ja alles fein zusammen. Vor einem Jahr der Kursus. Am Anfang der Woche kommen Sie mit einem jungen Mann aus dem Urlaub. Der noch gar nicht da ist. Aber bestimmt kommen wir. Und am Ende der Woche haben Sie ein Baby. Sehr komisch. Alles ein bisschen plötzlich, nicht wahr, Helene? Das meinten Sie doch. Ich weiß nicht recht. Ist das Ihr Ernst, Frau Klaasen? Ach wo, meine gute Helene hat nur die Rolle des fehlenden Skandalplätzchens von Wingenfeld übernommen. Natürlich reden die Leute. Hätte ich gar nicht gedacht. Nur gut, dass Sie nicht darauf hören. Aber um die Sache noch interessanter zu machen, verordne ich, das Kind bleibt hier. Bei uns? Nein. Doch. Dann sagen die Leute, unsere Helene gehört das Kind. Also das ist doch... Aber Herr Doktor! Spaß beiseite, der Kleine hat wirklich leichtes Fieber. Kein Wunder, was er heute alles mitgemacht hat. Jedenfalls möchte ich ihn unbedingt unter Beobachtung halten. Herr Doktor, dann zeigt Sie Opa Stockmann an. Das macht nichts. Für so ein süßes Kind nehme ich sogar eine Anzeige. Könnten Sie mir helfen? Ich suche Fräulein Stockmann. Sie arbeitet doch hier. Heute ist Sonnabend. Ja, ich weiß, aber sie sagte mir, dass sie auch oft sonnabends... Das ist ja wieder. Es passiert, aber selten genug. Dass Sie mich hier treffen, das liegt nur daran... Weil Sie hier wohnen, ich meine im gleichen Haus. Na, Sie sind ja sehr gut im Bilde, Herr... Abel, Herr Werner Abel. Wissen Sie, wenn man 4 Wochen lang jeden Tag zusammen am Strand liegt, dann wird eben viel erzählt. Ja, das scheint mir auch so. Tja, Susanne, ich meine Fräulein Stockmann, sie ist nicht hier im Augenblick. Ich nehme an, sie ist zu Hause. Wir hatten vorhin eine behördliche Angelegenheit zu regeln, die sehr eilig war... Wegen Susannes Kind. Ach ja. Weswegen? Na ja. Susanne hat ein Kind? Ja, ja, aber sie kann nichts dafür. Ja, natürlich nicht. Davon hat sie aber nichts gesagt. Sehen Sie, Sie haben eben doch noch nicht lange genug nebeneinander am Strand gelegen. Ja, das scheint mir auch so. Den Eindruck habe ich auch. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Auf Wiedersehen. Bitte schön. Auf Wiedersehen. Ja, ja. Susanne wohnt hier, aber sie ist nicht da. Kommt sie denn bald wieder? Ja, das will ich stark hoffen. Ich habe ihr nämlich schwer auf die Seele gebunden, dass sie mit dem Kleinen so bald wie möglich wieder nach Hause kommen soll. Mit dem Kleinen hat sie denn einen Bruder? Bruder? Nö. Susanne hat keinen Bruder mit dem Baby. Sie ist beim Arzt mit dem kleinen Mann. Als ob Ärzte was von Kindern verstehen. Eben. Gehört ihr das... Ja, ich meine, das ist der kleine Mann. Oh, so zu sagen. Aber den hat sie nicht lange. Sie wissen ja, wie das ist mit den jungen Dingern. Kein Verlass drauf. Den Bengel nehme ich hier ab. Der Junge braucht eine starke Hand. Finden Sie nicht auch? Ja, ja, sicher. Ja, dann gehe ich mal. Wiedersehen. Ja, was ist denn? Wollten Sie nicht warten? Na, nicht mehr. Da bist du. Ich wusste ja gar nicht. Warum hast du vorher nicht angerufen? Was machst du denn hier? Ich brauchte dringend einen Cognac. War die Fahrt so anstrengend? Nein, die Fahrt nicht, aber die Begrüßung. Begrüßung? Was für eine Begrüßung? Oh, war ich nicht nett? Ja, Begrüßung ist vielleicht nicht das Richtige. Vielmehr das, was ich bei der Begrüßung zu hören bekam. Du, ich verstehe kein Wort. Sag mal, Susanne... Warum hast du mir nie gesagt, dass du ein Kind hast? Was hab ich?
Ach ja, natürlich. Natürlich habe ich ein Kind. Seit heute früh. Seit heute früh? Jetzt verstehe ich kein Wort mehr. Das glaube ich dir. Warte, ich rufe nur schnell zu Hause an, dass ich nicht komme. Werner, lass uns irgendwo hinfahren. Irgendwo, wo ich dir alles in Ruhe über mein Kind erzählen kann. Bitte. Gut. Mir ist es immer unverständlich, wie Mütter so herzlos handeln können. Sie nehmen doch auch an, dass Sie einen Fall von wohlüberlegter Aussetzung vorlegen. Ja, es sieht so aus. Ich verstehe das nicht. Verstehen kann man das erst, wenn man die Umstände kennt, die eine Mutter dazu bringen. Deshalb muss man die Tat noch lange nicht gutheißen. Sicher haben Sie recht. Noch eins. Jeder verurteilt diese Frau. Von dem Vater des Kindes, von dem Mann spricht kein Mensch. Über die meisten Männer lohnt es sich auch kaum zu sprechen. Lene, Ihre Begabung. Immer im falschen Moment zu kommen ist groß, ich weiß. Da habe ich auch lange dran geübt. So, und nun zu Tisch bitte, ehe meine Hamburger Aal so bekannt wird. Ich möchte noch mal Dankeschön sagen, dass Sie mich an diesem lukullischen Ereignis teilnehmen lassen. Aber der Herr Doktor lässt Sie doch an jedem Ereignis seines Lebens teilnehmen, nicht wahr? Nehmen Sie Platz, Frau Doktor, hören Sie gar nicht hin. Helene spielt wieder einmal Elefant im Porzellan an. Also, guten Appetit. Donner und Doria und Windstärke 12. Wer fällt mir denn da mitten in meine Aalsuppe? Nein, nein, lassen Sie nur. Ich gehe schon. Sie lassen ja jeden rein, auch wenn er nur einmal niesen. Verzeihen Sie, hier wohnt doch Dr. Brock. Stimmt, genau. Der Name steht ja groß und breit draußen dran. Aber jetzt ist keine Sprechstunde. Ich weiß, aber entschuldigen Sie, wenn ich so spät noch... Ja, ist ja schon gut, aber was wollen Sie denn? Ich hätte den Herrn Doktor gern privat... sozusagen. Ja, muss das jetzt sein? Helene, was gibt's denn? Verzeihen Sie, mein Name ist Bucher, Anna Bucher. Ja? Ich bin die Mutter von dem kleinen Thomas. Ach so. Ja, dann kommen Sie mal herein. Bitte. Kommen Sie mal. Woher wissen Sie denn, dass Fräulein Dr. Wallner, Fräulein Bucher... Guten Abend. Guten Abend. Setzen Sie sich bitte. Ich störe Sie gerade beim Essen. Ach, das macht nichts. Ich trage die Suppe so lange raus. Das kann man wieder aufwärmen. Bitte. Tja, Ihr Junge ist wirklich bei mir. Aber sagen Sie mir, woher wissen Sie... Herr Doktor, ich habe mein Kind seit heute Vormittag nicht aus den Augen gelassen. Sie haben sich also versteckt und genau aufgepasst, wo man das Kind hinbringt. Sind Sie denn schon heute Vormittag mit dem gleichen Zug mitgekommen? Ich habe aufgepasst, wo dieses kleine Fräulein... Sie sah so nett und vertrauenswürdig aus, wo sie aussteigen würde. Und dann... Ich wollte doch wissen, wo mein Thomas hinkommt. Dann bin ich ihr nachgegangen. Ich hatte mir alles so genau überlegt. Ich war so verzweifelt. Aber dann... Ich konnte nicht so einfach weglaufen. Tja, Fräulein Bucher. Ich weiß, Herr Doktor, Sie wollen mir Vorwürfe machen und Sie haben auch recht. Aber verstehen Sie, ich muss mein Kind wiederhaben. Ich werde wahnsinnig, wenn ich... Geht's ihm gut? Sie können ganz beruhigt sein. Zurzeit schläft Thomas tief und fest wie ein Murmeltier. Sie haben eben gesagt, Sie hätten sich alles genau überlegt. Haben Sie das wirklich getan? Natürlich. Wenigstens bis heute früh. Ich hatte geglaubt, ich hätte alles, aber... Ach, das können Sie nicht verstehen. Sie müssen mich verachten. Verachten? Das ist doch ein viel zu großes Wort. Frau Dr. Wollner fragt nur, um Sie zu verstehen. Ich verstehe es ja selbst nicht. Da sind Sie also den ganzen Tag im Dorf herumgeirrt? Immer hinter dem Jungen hier. Einmal hat man ihn in einem Auto weggebracht. Ich dachte, mir bleibt das Herz stehen. Ich wollte schon schreien. Ich bin gerannt für mein Leben. Ich hatte das Auto aus den Augen verloren. Da entdeckte ich es vor ihrer Tür. Und bald darauf kam das kleine Fräulein aus ihrem Haus. Susanne hat den Kleinen mit meinem Wagen geholt. Naja, und dann stand ich auf der Straße, bis ich es nicht mehr aushielt. Tja, was Sie da getan haben... Ist wirklich zu verachten, aber... Helene, stellen Sie sich vor, jede Mutter in Ihrer Lage würde ihr Kind einfach aussetzen. Bitte, Herr Doktor. Ich weiß nicht, was Sie dazu trieb, aber... Herr Doktor, die alte Geschichte, nur der eine steht sie durch und der andere. Es fing alles so schön an. Ich dachte natürlich, das ist die große Liebe. Wenn man die Mutter nun nicht findet, oder... Wenn es eine Frau ist, der man das Kind wegnimmt. Das wäre entsetzlich, dann müsste der kleine Kerl im Waisenhaus aufwachsen. Ich darf gar nicht daran denken. Sag mal, Werner, du hast doch gesagt, du liebst mich. Natürlich liebe ich dich. Könntest du dir vorstellen, mir zuliebe, dass wir das Kind zu uns nehmen? Vorstellen kann ich es mir schon, wenn man es uns überhaupt gibt.
Aber das sind doch 1000 Schwierigkeiten zu überwinden. Ist ja gleich. Nehmen wir einmal an, wir bekommen es. Tja, wenn es dich glücklich macht, warum nicht? Ich sag dir ehrlich, ich hatte mir den Beginn unserer Ehe etwas anders vorgestellt. Ich verdiene zwar nicht schlecht, aber es ist doch so, dass im Anfang noch sehr viel angeschafft werden muss und... Naja, es sollte doch so sein, dass alles da ist, wenn unser erstes Kind kommt. Du bist einfach süß. Du würdest es mir also nicht verbieten? Ich fürchte, ich kann dir sehr wenig verbieten. Ach, ich bin ja so glücklich. Nur gut, dass ich nach Capicemare gefahren bin. Was hat denn das damit zu tun? Wenn ich irgendwo anders hin verreist wäre, ich hätte dich doch nie getroffen. Ja, das wäre allerdings entsetzlich. Für dich. Och, du gemeiner Kerl, du. Sage sofort, dass es für dich auch entsetzlich wäre. Ganz entsetzlich. Wie kann man so einer Frau nur helfen? Sie können sich denken, ich zerbreche mir die ganze Zeit den Kopf. Och, nö. Das ist ja eine richtige Verschwörung gegen meine Aalsuppe. Lassen Sie nur, jetzt gehe ich. Ja, Susanne, das ist aber reizend. Guten Abend, Herr Doktor. Hoffentlich sind Sie nicht böse, dass wir noch so spät kommen, aber ich habe draußen noch Licht bei Ihnen gesehen. Nein, nein, macht gar nichts. Kommen Sie nur herein. Das ist sicher der Auserwählte. Ja, das ist Werner Abel. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Denken Sie nur, Werner hat nichts dagegen, wenn wir den Kleinen eventuell adoptieren. Ist er nicht süß? Ob das süß der richtige Ausdruck ist, ich finde es auf alle Fälle sehr lobenswert. Aber kommen Sie doch erst mal rein. Ja? Danke schön. Wir haben alles genau besprochen. Wenn die Mutter nicht gefunden wird, nehmen wir den Kleinen, damit er nicht in ein Waisenhaus kommt. Langsam, liebe Susanne, Ihr Kind ist gar nicht mehr hier. Wieso? Was heißt das? Der kleine Thomas ist wieder bei seiner Mutter. Sie war vorhin hier und hat ihn abgeholt. Ja, aber wieso? Das sollen Sie alles erfahren. Wir erzählen es Ihnen später ganz genau. Ja, aber was sagst du denn dazu, Werner? Seien Sie nicht traurig, Susanne. Für das Kind ist das bestimmt das Beste so. Na, ich glaube, die Dame hat recht. Das glaube ich auch. Ihren Entschluss, ein für Sie doch fremdes Kind aufziehen zu wollen, finde ich bewundernswert. Aber wer weiß, ob man Ihnen das Kind auch gegeben hätte. Und trösten Sie sich, Susanne. Sie stehen ja nicht am Ende einer langen Ehe, sondern wollen hoffentlich bald erst einen Anfang. Sag ich doch. Neulich hat mir erst einer erzählt, wenn junge Leute heiraten, brauchen sie bald einen Kinderwagen. Ich weiß auch nicht, wie das angehen kann. Helene! Ach, nix, Helene, jetzt will ich endlich essen. Bitte nehmen Sie Platz. Leisten Sie uns ein bisschen. Gestern ist schon. Ja. So. Braungebrannt sind Sie toll. Kleidet Sie aber ausgezeichnet. Danke. Wollen Sie zu unserem Doktor? Ja. Na, dann kommen Sie gleich da rein. Ist sonst keiner drin? Hm? Ah, unsere charmante Heimkehrerin. Sie sieht ja fantastisch aus. Wingenfeld ist noch mal so schön, seit Sie wieder hier sind. Oh, Herr Doktor, jetzt wollen Sie mich aber auf den Arm nehmen. In den Arm? Darüber lässt sich reden. Dann tun Sie es doch. Aber gern. Hey, Herr Doktor, solche Behandlungsmethoden sind mir aber ganz neu bei Ihnen. Man muss alles ausprobieren, liebe Helene, man lernt nie aus. Wie war denn der Urlaub, dass Sie sich gut erholt haben, sehe ich umsonst? Herrlich, das war der schönste Urlaub meines Lebens. Ewig strahlender Himmel, weißer Strand, das blaue Meer. Ja, das auch. Was heißt auch?
War denn noch was da? Helene, jetzt wollen wir zweimal angestrengt nachdenken, was da außer der sehr schönen Umgebung noch Aufregendes gewesen sein könnte. Das erraten Sie nie. Ein sehr sympathischer junger Mann. Tatsächlich? Darauf wären wir nie gekommen. Nun mal raus mit der Sprache. Ist er nett? Mehr als nett. Ist er hübsch? Dumme Frage, Helene. Bei den Chancen, die Fräulein Susanne hat, sucht sie sich bestimmt den Hübschesten. Kann schon sein. Ihren Geschmack kennen wir ja. Nicht wahr, Herr Doktor? Was ist er denn vom Beruf? Ingenieur bei einer großen Baufirma. Hoch- und Tiefbau, glaube ich. Zurzeit bauen sie irgendwo irgendeine große Brücke. Sie scheinen ihn ja schon sehr gut zu kennen. Es ist also etwas Ernstes. Ich glaube schon. Unsinn, das kennt man doch. Urlaub, Sonne, jeder zeigt sich von seiner besten Seite. Und wenn dann so ein armes Ding nach Hause fährt, hat sie sich unsterblich verliebt. Warum nicht? Ein Glück, dass bei solchen Urlaubsliebeleien die Unsterblichkeit nach 8 Tagen meist beendet ist. Bei mir nicht. Möglich. Und bei ihm? Sie werden ihn ja kennenlernen, er kommt ja her. Na bitte, dann können Sie immer noch kräftig unken, liebe Helene. Ich gratuliere Ihnen jedenfalls. Es freut mich ganz besonders von Jersey. So, nun erzählen Sie mal, warum Sie hergekommen sind, Alter. Wollten Sie uns von Ihrer neuen Errungenschaft berichten? Ach, wo? Eigentlich wollte ich davon gar nicht sprechen. Das hat sich so ergeben. Vorhin hat mich Frau Klasen so bewundert, weil ich so braun gebrannt bin. Alles schön und gut, aber ich habe einen Sonnenbrand. Ja, auf dem Rücken. Und es wird nicht besser. Gehen Sie hinter dem Handschirm, machen Sie sich den Rücken frei. Wir wollen mal sehen, was wir tun können. Sie hätten ruhig etwas traurig sein können, nachdem Fräulein Stockmann sich in einen anderen verliebt hat und nun nicht mehr für Sie schwärmt. Wenn Sie sich so sehr freuen, ist sie sicherlich enttäuscht. Reden Sie keinen Unsinn, Helene. Fräulein Stockmann ist alt genug, um zwischen Schwärmen und Lieben unterscheiden zu können. Was Sie noch lernen müssen. Puch! Ach, von dem jungen... Nanu, Fräulein Susanne, wieder im Lande? Guten Tag, Frau Klasen, ja, wie Sie sehen. Braun gebrannt sind Sie, toll. Kleidet Sie aber ausgezeichnet. Danke. Wollen Sie zu unserem Doktor? Ja. Na, dann kommen Sie gleich da rein. Ist sonst keiner drin? Hm? Ah, unsere charmante Heimkehrerin. Sie sieht ja fantastisch aus. Wingenfeld ist noch mal so schön, seit Sie wieder hier. Oh, Herr Doktor, jetzt wollen Sie mich aber auf den Arm nehmen. In den Arm? Darüber lässt sich reden. Dann tun Sie es doch. Aber gern. Hey, Herr Doktor, solche Behandlungsmethoden sind mir aber ganz neu bei Ihnen. Man muss alles ausprobieren, liebe Helene, man lernt nie aus. Wie war denn der Urlaub, dass Sie sich gut erholt haben, Sie und sonst? Herrlich, das war der schönste Urlaub meines Lebens. Ewig strahlender Himmel, weißer Strand, das blaue Meer. Ja, das auch. Was heißt auch? War denn noch was da? Helene, jetzt wollen wir zweimal angestrengt nachdenken, was da außer der sehr schönen Umgebung noch Aufregendes gewesen sein könnte. Das erraten Sie nie. Ein sehr sympathischer junger Mann. Tatsächlich? Darauf wären wir nie gekommen. Nun mal raus mit der Sprache. Ist er nett? Mehr als nett. Ist er hübsch? Dumme Frage, Helene. Bei den Chancen, die Fräulein Susanne hat, sucht sie sich bestimmt den Hübschesten. Kann schon sein. Ihren Geschmack kennen wir ja. Nicht wahr, Herr Doktor? Was ist er denn vom Beruf? Ingenieur bei einer großen Baufirma. Hoch- und Tiefbau, glaube ich. Zurzeit bauen sie irgendwo irgendeine große Brücke. Sie scheinen ihn ja schon sehr gut zu kennen. Es ist also etwas Ernstes. Ich glaube schon. Unsinn, das kennt man doch. Urlaub, Sonne, jeder zeigt sich von seiner besten Seite. Und wenn dann so ein armes Ding nach Hause fährt, hat sie sich unsterblich verliebt. Warum nicht? Ein Glück, dass bei solchen Urlaubsliebeleien die Unsterblichkeit nach 8 Tagen meist beendet ist. Bei mir nicht. Möglich. Und bei ihm? Sie werden ihn ja kennenlernen, er kommt ja her. Na bitte. Dann können Sie immer noch kräftig unken, liebe Helene. Ich gratuliere Ihnen jedenfalls. Es freut mich ganz besonders von Jersey. So, nun erzählen Sie mal, warum Sie hergekommen sind, Alter. Wollten Sie uns von Ihrer neuen Errungenschaft berichten? Ach, wo? Eigentlich wollte ich davon gar nicht sprechen. Das hat sich so ergeben. Vorhin hat mich Frau Klasen so bewundert, weil ich so braun gebrannt bin. Alles schön und gut, aber ich habe einen Sonnenbrand. Ja, auf dem Rücken. Und es wird nicht besser. Gehen Sie hinter dem Handschirm, machen Sie sich den Rücken frei. Wir wollen mal sehen, was wir tun können. Sie hätten ruhig etwas traurig sein können, nachdem Fräulein Stockmann sich in einen anderen verliebt hat und nun nicht mehr für Sie schwärmt. Wenn Sie sich so sehr freuen, ist sie sicherlich enttäuscht. Reden Sie keinen Unsinn, Helene. Fräulein Stockmann ist alt genug, um zwischen Schwärmen und Lieben unterscheiden zu können. Was Sie noch lernen müssen. Puch! Eben. Gehört ihr das, ja, ich meine das, na, der kleine Mann. Boah, so zu sagen. Aber den hat sie nicht lange. Sie wissen ja, wie das ist mit den jungen Dingern. Kein Verlass drauf.
Den Bengel nehme ich hier ab. Der Junge braucht eine starke Hand. Finden Sie nicht auch? Ja, ja, sicher. Ja, dann gehe ich mal. Wiedersehen. Ja, was ist denn? Wollten Sie nicht warten? Na, nicht mehr. Da bist, ich wusste ja gar nicht. Warum hast du vorher nicht angerufen? Was machst du denn hier? Ich brauchte dringend einen Cognac. War die Fahrt so anstrengend? Nein, die Fahrt nicht, aber die Begrüßung. Begrüßung? Was für eine Begrüßung? Oh, war ich nicht nett? Ja, Begrüßung ist vielleicht nicht das Richtige. Vielmehr das, was ich bei der Begrüßung zu hören bekam. Du, ich verstehe kein Wort. Sag mal, Susanne, warum hast du mir nie gesagt, dass du ein Kind hast? Was hab ich? Ach ja, natürlich. Natürlich habe ich ein Kind. Seit heute früh. Seit heute früh? Jetzt verstehe ich kein Wort mehr. Das glaube ich dir. Warte, ich rufe nur schnell zu Hause an, dass ich nicht komme. Werner, lass uns irgendwo hinfahren. Irgendwo, wo ich dir alles in Ruhe über mein Kind erzählen kann. Bitte. Gut. Mir ist es immer unverständlich, wie Mütter so herzlos handeln können. Sie nehmen doch auch an, dass hier ein Fall von wohlüberlegter Aussetzung vorliegt. Ja, es sieht so aus. Ich verstehe das nicht. Verstehen kann man das erst, wenn man die Umstände kennt, die eine Mutter dazu bringen. Deshalb muss man die Tat noch lange nicht gutheißen. Sicher haben Sie recht. Noch eins. Jeder verurteilt diese Frau. Von dem Vater des Kindes, von dem Mann spricht kein Mensch. Über die meisten Männer lohnt es sich auch kaum zu sprechen. Lehne, Ihre Begabung. In einem falschen Moment zu kommen ist groß, ich weiß. Da habe ich auch lange dran geübt. So. Und nun zu Tisch, bitte, ehe meine Hamburger Aalsuppe kalt wird. Ich möchte noch mal Dankeschön sagen, dass Sie mich an diesem lukullischen Ereignis teilnehmen lassen. Aber der Herr Doktor lässt Sie doch an jedem Ereignis seines Lebens teilnehmen, nicht wahr? Nehmen Sie Platz, Frau Doktor. Hören Sie gar nicht hin. Helene spielt wieder einmal Elefant im Porzellan an. Also, guten Appetit. Ja, ja, Susanne wohnt hier, aber sie ist nicht da. Kommt sie denn bald wieder? Ja, das will ich stark hoffen. Ich habe ihr nämlich schwer auf die Seele gebunden, dass sie mit dem Kleinen so bald wie möglich wieder nach Hause kommen soll. Mit dem Kleinen hat sie denn einen Bruder? Bruder? Nö, Susanne hat keinen Bruder mit dem Baby. Sie ist beim Arzt mit dem kleinen Mann, als ob Ärzte was von Kindern verstehen. Eben. Gehört ihr das, der kleine Mann? Oh, sozusagen. Aber den hat sie nicht lange. Sie wissen ja, wie das ist mit den jungen Dingern. Kein Verlass drauf. Den Bengel nehme ich hier ab. Der Junge braucht eine starke Hand. Finden Sie nicht auch? Ja, ja, sicher. Ja, dann gehe ich mal. Wiedersehen. Ja, was ist denn? Wollten Sie nicht warten? Na, nicht mehr. Da bist, ich wusste ja gar nicht. Warum hast du vorher nicht angerufen? Was machst du denn hier? Ich brauchte dringend einen Cognac. War die Fahrt so anstrengend? Nein, die Fahrt nicht, aber die Begrüßung. Begrüßung? Was für eine Begrüßung? Oh, war ich nicht nett? Ja, Begrüßung ist vielleicht nicht das Richtige. Vielmehr das, was ich bei der Begrüßung zu hören bekam. Du, ich verstehe kein Wort. Sag mal, Susanne, warum hast du mir nie gesagt, dass du ein Kind hast? Was hab ich?
Ach ja, natürlich. Natürlich habe ich ein Kind. Seit heute früh. Seit heute früh? Jetzt verstehe ich kein Wort mehr. Das glaube ich dir. Warte, ich rufe nur schnell zu Hause an, dass ich nicht komme. Werner, lass uns irgendwo hinfahren. Irgendwo, wo ich dir alles in Ruhe über mein Kind erzählen kann. Bitte. Gut. Mir ist es immer unverständlich, wie Mütter so herzlos handeln können. Sie nehmen doch auch an, dass Sie einen Fall von wohlüberlegter Aussetzung vorliegen. Ja, es sieht so aus. Ich verstehe das nicht. Verstehen kann man das erst, wenn man die Umstände kennt, die eine Mutter dazu bringen. Deshalb muss man die Tat noch lange nicht gutheißen. Sicher haben Sie recht. Noch eins. Jeder verurteilt diese Frau. Von dem Vater des Kindes, von dem Mann spricht kein Mensch. Über die meisten Männer lohnt es sich auch kaum. Dass du endlich da bist, ich wusste ja gar nicht. Warum hast du vorher nicht angerufen? Was machst du denn hier? Ich brauchte dringend einen Cognac. War die Fahrt so anstrengend? Nein, die Fahrt nicht, aber die Begrüßung. Begrüßung? Was für eine Begrüßung? Oh, war ich nicht nett? Ja, Begrüßung ist vielleicht nicht das Richtige. Vielmehr das, was ich bei der Begrüßung zu hören bekam. Du, ich verstehe kein Wort. Sag mal, Susanne, warum hast du mir nie gesagt, dass du ein Kind hast? Was hab ich? Ach ja, natürlich. Natürlich habe ich ein Kind. Seit heute früh. Seit heute früh? Jetzt verstehe ich kein Wort mehr. Das glaube ich dir. Warte, ich rufe nur schnell zu Hause an, dass ich nicht komme. Werner, lass uns irgendwo hinfahren. Irgendwo, wo ich dir alles in Ruhe über mein Kind erzählen kann. Bitte. Gut. Mir ist es immer unverständlich, wie Mütter so herzlos handeln können. Sie nehmen doch auch an, dass Sie einen Fall von wohlüberlegter Aussetzung vorliegen. Ja, es sieht so aus. Ich verstehe das nicht. Verstehen kann man das erst, wenn man die Umstände kennt, die eine Mutter dazu bringen. Deshalb muss man die Tat noch lange nicht gutheißen. Sicher haben Sie recht. Noch eins. Jeder verurteilt diese Frau. Von dem Vater des Kindes, von dem Mann spricht kein Mensch. Über die meisten Männer lohnt es sich auch kaum zu sprechen. Lehne Ihre Begabung. In einem falschen Moment zu kommen ist groß, ich weiß. Da habe ich auch lange dran geübt. So, und nun zu Tisch bitte, ehe meine Hamburger Aalsuppe kalt wird. Ich möchte nochmal Dankeschön sagen, dass Sie mich an diesem lokulischen Ereignis teilnehmen lassen. Aber der Herr Doktor lässt Sie doch an jedem Ereignis seines Lebens teilnehmen, nicht wahr? Nehmen Sie Platz, Frau Doktor. Hören Sie gar nicht hin. Helene spielt wieder einmal Elefant im Porzellan an. Also, guten Appetit. Donner und Dorea und Windstärke 12. Wer fällt mir denn da mitten in meine Aalsuppe? Nein, nein, lassen Sie nur. Ich gehe schon. Sie lassen ja jeden rein, auch wenn er nur einmal niesen. Verzeihen Sie, hier wohnt doch Dr. Brock. Stimmt, genau. Der Name steht ja groß und breit draußen dran. Aber jetzt ist keine Sprechstunde. Ich weiß, aber entschuldigen Sie, wenn ich so spät noch... Ja, ist ja schon gut, aber was wollen Sie denn? Ich hätte den Herrn Doktor gern privat, sozusagen. Ja, muss das jetzt sein? Helene, was gibt's denn? Verzeihen Sie, mein Name ist Bucher, Anna Bucher. Ja? Ich bin die Mutter von dem kleinen Thomas. Ach so. Ja, dann kommen Sie mal herein. Bitte. Kommen Sie mal. Woher wissen Sie denn, dass Fräulein Dr. Wallner, Fräulein Bucher... Guten Abend. Guten Abend. Setzen Sie sich bitte. Ich störe Sie gerade beim Essen. Ach, das macht nichts. Ich trage die Suppe so lange raus. Das kann man wieder aufwärmen. Bitte. Tja, Ihr Junge ist wirklich bei mir. Aber sagen Sie mir, woher wissen Sie... Herr Doktor, ich habe mein Kind seit... Ich meine, Fräulein Stockmann, sie ist nicht hier. Im Augenblick, ich nehme an, sie ist zu Hause. Wir hatten vorhin eine behördliche Angelegenheit zu regeln, die sehr eilig war, wegen Susannes Kind. Ach ja. Weswegen? Naja. Susanne hat ein Kind? Ja, aber sie kann nichts dafür. Ja, natürlich nicht. Davon hat sie aber nichts gesagt. Sehen Sie, Sie haben eben doch noch nicht lange genug nebeneinander am Strand gelegen. Ja, das scheint mir auch so. Den Eindruck habe ich auch. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Auf Wiedersehen. Bitte schön. Auf Wiedersehen. Ja. Susanne wohnt hier, aber sie ist nicht da. Kommt sie denn bald wieder? Ja, das will ich stark hoffen. Ich habe ihr nämlich schwer auf die Seele gebunden, dass sie mit dem Kleinen so bald wie möglich wieder nach Hause kommen soll. Mit dem Kleinen hat sie denn einen Bruder? Bruder? Nö, Susanne hat keinen Bruder mit dem Baby. Sie ist beim Arzt mit dem kleinen Mann, als ob Ärzte was von Kindern verstehen. Eben. Gehört ihr das, ja, ich meine, das
Na, der kleine Mann. Oh, so zu sagen. Aber den hat sie nicht lange. Sie wissen ja, wie das ist mit den jungen Dingern. Kein Verlass drauf. Den Bengel nehme ich hier ab. Der Junge braucht eine starke Hand. Finden Sie nicht auch? Ja, ja, sicher. Ja, dann gehe ich mal. Wiedersehen. Ja, was ist denn? Wollten Sie nicht warten? Na, nicht mehr. Ich wusste ja gar nicht. Warum hast du vorher nicht angerufen? Was machst du denn hier? Ich brauchte dringend einen Cognac. War die Fahrt so anstrengend? Nein, die Fahrt nicht, aber die Begrüßung. Begrüßung? Was für eine Begrüßung? Oh, war ich nicht nett? Ja, Begrüßung ist vielleicht nicht das Richtige. Vielmehr das, was ich bei der Begrüßung zu hören bekam. Du, ich verstehe kein Wort. Sag mal, Susanne, warum hast du mir nie gesagt, dass du ein Kind hast? Was hab ich? Ach ja, natürlich. Natürlich habe ich ein Kind. Seit heute früh. Seit heute früh? Jetzt